Muskeln, Muskeln, Muskeln. Wer so aussieht, gehört doch in einen Friseursalon. Für David Schramm nur logisch. Der Augsburger ist Meister an den Hanteln und im Friseursalon. Heben, schneiden, heben. Das ist das Leben von Deutschlands muskelbepacktestem Friseur. Sport ist aus dem Grund meine Leidenschaft. Ich war als Jugendlicher oder als Kind sehr aktiv. Und meine Eltern haben mich eigentlich jeden Tag in Sport gesteckt. Und mein Körper braucht es einfach. Ich brauche es, um mich auszupowern und dann im Laden eben auch ruhig sein zu können, ja, um mich dann auf die Kunden einlassen zu können. Und eine Frage drängt sich so manchem auf, wenn man Deutschlands fittesten Friseur, wie er sich in Social Media nennt, so betrachtet. Kommen Kundinnen vielleicht sogar eher wegen seines Aussehens in den Salon als wegen ihrer Frisur? Ja, also ich persönlich würde sagen, dass so die meisten Männer in dem Beruf ein bisschen femininer sind, ein bisschen zarter. Ja? Und wenn man mich anschaut mit 1,87 und doch ziemlich breit, falle ich da wahrscheinlich schon ziemlich auf. Das wollen wir genauer wissen und begleiten den 37-Jährigen bei der Arbeit. Krankenschwester Julia hat David tatsächlich beim Sport kennengelernt. Nun ist sie seine Kundin. Und warum? Also ich habe noch nie so einen fitten Friseur gesehen. Natürlich ist es toll, weil ich vertraue dir meine Haare an und wenn jetzt nicht so schön oder gestylt wäre oder auch optisch nicht so gepflegt, würde ich jetzt, glaube ich, meine Haare nicht anvertrauen. Klare Ansage. Dann kommt Akupunkteurin Daria in den Salon. Auch sie scheut sich nicht zuzugeben, dass Davids Aussehen ihre Entscheidung für den Hairstylisten ihres Vertrauens beeinflusst hat. Natürlich ist es schon wichtig, dass man zu jemandem geht, der auch Wert auf sein Äußeres legt, wenn man möchte, dass er einen ja stylt und schön macht. Also natürlich, er ist schon ein attraktiver Typ, ja. Dazu aufgebaut hat sich David mit CrossFit. Der Kombination aus Gewichtheben, Sprinten, Turnen und Eigengewichtsübungen in einem Wettkampf. Als ich ihn vor 7 Jahren kennengelernt hat und er die Ehre hatte, mir einen Pixie-Cut zu schneiden, war er noch halb so breit. Aber hat schon sehr davon geschwärmt, dass er noch mehr Sport machen möchte. Und ich habe sozusagen die Entwicklung mitbekommen zu dem, was er jetzt so drauf hat. Das ist schon sehr, schon großen Respekt vor seiner Disziplin. Und zum Lohn dafür wirbt David für sich also nun als fittest Hairstylist. Auch um andere Friseure bewusst herauszufordern, wie er sagt. Zumal die Werbung funktioniert. Also ich muss schon sagen, so durch dieses The Fittest Hairstylist schreiben wir schon viele bei Instagram, ob sie da dann einen Termin kriegen können. Anscheinend zieht der Sport doch einige Leute an. Eins allerdings möchte David allen potenziellen Neukundinnen nicht verheimlichen. Privat ist er vergeben. An Musical-Darstellerin Lara, mit der er verlobt ist. Mit ihr und seinem Beruf habe er das Glück seines Lebens gefunden. Das Friseurdasein ist für mich meine Leidenschaft, weil ich einfach Interesse an Menschen habe. Also ich lerne Menschen kennen, das ist das Schöne. Und ich darf sie verschönern. Ja? Also das, was gibt es denn Schöneres? Ein Friseur braucht man nicht unbedingt, aber man will ihn. Ne? Und das ist das Tolle an meinem Beruf. Man will ihn. Und Frau will ihn wohl auch. Wie sich bei unserem Besuch in Augsburg gezeigt hat. Muskeln stören beim Frisieren also offensichtlich nicht.